Hallo meine kleinen Mini-Freunde, wisst ihr was? Ich liebe es euch nach Fragen zu bitten, um aus diesen Fragen dann die krankesten Geschichten überhaupt zu machen. Und wisst ihr noch was? Ich habe das letzte Mal vor 7 Monaten nach euren Fragen gefragt. Und weil ihr euch jetzt bestimmt alle denkt, boah, ich bin so sauer, dass so lange kein Frag Josef mehr kam, kommt jetzt ein richtig krasses Frag Josef. Woo! Wie viele verschiedene Akzente kannst du nachmachen? Leute, ich bin der Master of Disaster. Hat zwar nichts mit Akzenten zu tun, aber bitch, calm down. Ich hasse einfach meinen Job. Oh nein, nicht der schon wieder. Schönen guten Tag bei Bäckerei Bäcker. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich hätte gerne eins von diesen tollen Baguettes da drüben. Die sehen so lecker aus. Hä? Wir haben doch nur dieses eine Baguette hier. Oui, oui, genau das meine ich. Oh. Okay. Guck es dir an. Es ist einfach der Oberarm. Okay, gut, dann tschüss. Dieses einzigartige knusprige Geräusch, wenn man reinbeißt, ist einfach phänomenal. Hören Sie mir mal bitte zu. Ich habe auch noch andere Termine, ja? Also können Sie jetzt bitte einfach gehen. Und diese elegante Frau. Komm her zu mir, mon amour. Reiz mit Ihnen! Haut sie ab! Hola, como estás? Ich bin der gestiefelte Katten. Sehe ich etwa eine Maus? Du gehörst mir. Ich muss nur hier rauskommen. Pardon? Du bist überhaupt nicht der echte gestiefelte Kater, denn du hast nur einen Stiefel an. Nicht der echte gestiefelte Kater. Oh nein. Okay, time out. Das mit dem Chinesisch war jetzt echt schon ziemlich racist. Also ich fand das jetzt schon ziemlich lustig. Hat deine Oma immer noch so großen Swag? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, aber ich würde sagen, ich frage sie direkt mal. Hey Oma, ich bin's. Sag mal, hast du eigentlich immer noch so großen Swag? Jo Mann, was denkst du denn? Hä? Oma. Swag ist mein zweiter Vorname. Okay. Peace out. Alles klar. Und an alle meine Fans, ich liebe euch. Tschüss. Ciao. Vielleicht hat sie inzwischen ein bisschen zu viel Swag. Willst du mich heiraten? Ja oder ja? Hi Tracy, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir so? Oh mein Gott, da ist der wirklich. Oh mein größtes Idol. Hi Corny, mir geht's ganz gut, aber was hast du da für einen hässlichen Rock an? Bitch, hast du gerade gesagt, ich habe einen hässlichen Rock an? Ja. Oh mein Gott, Fangirl tot, Fangirl tot. Sag das noch einmal zu mir. Aber was macht ihr da eigentlich für einen Scheiß die ganze Zeit? Ja. Joey, hi! Hi! Sag mal, willst du mich mal heiraten? Ja oder ja? Ja! Oh mein Gott, er hat ja gesagt! Jasmin ist echt kein schöner Name. Ich heiße Jasmin! Oh, wirklich? Oh, das tut mir echt leid für dich. Hätten dich deine Eltern ja auch gleich Wolfgang nennen können, ne? Chinesisch beschreiben, wie du dich gerade fühlst? Na dann wollen wir mal mit dem Google-Übersetzer herausfinden, was sie gerade gesagt hat. Joel ist überhaupt nicht rassistisch. Und trotzdem baut er gerade schon wieder so einen grenzwertigen Witz in sein Video ein. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar mit ihm in einer Beziehung. Joey, stimmt das? Oh nein, jetzt hat sie das echt öffentlich gemacht. Das sollte doch privat bleiben. Na dann wollen wir mal mit dem Google-Übersetzer herausfinden, was Joey gerade gesagt hat. Ich liebe Baum, hallo, 33 Sternchen, 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 rote Grütze, yummy. Irgendwie ist der Google-Übersetzer falsch. Wie würde es wohl aussehen, wenn du und Emmy Rollen tauschen würden? Ach Mann, Bummel hat so einen krassen Haarausfall. Manchmal würde ich die echt gerne einfach mal rasieren. Nee, lieber nicht. Joey, was hast du da eigentlich für eine Fusselrolle? Ach, ich habe so eine zum Abwaschen und Wiederverwenden. Und du? Ich habe nur so eine Gasomade. Wollen wir Rollen tauschen? Ja. Und, was geht so bei dir? Naja, Rollen, was? Wahrscheinlich genauso. Wieso ist Michelle in deinen Videos im Hintergrund und nicht im Video dabei? Okay Leute, ich glaube es war Zeit für das erste Storytime. In Wirklichkeit war Michelle mal ein echter Mensch. Ich wollte Michelle eigentlich schon von Anfang an in meine Videos integrieren, aber dann passierte das hier.
Oh mein Gott, kommt da Joey? Hey Michelle, ich wollte dich einfach mal fragen, hast du vielleicht Lust, ein Video mit mir zu drehen? Oh mein Gott, voll gerne, Joey! Endlich hat er mich gefragt! Yeah, you can turn me. Okay, Michelle, komm rein. Okay, alles klar. So hier? Ja? Sag mal, Michelle, kannst du noch ein bisschen deinen Kopf einziehen? Nee, das geht leider nicht. Aber du bist nicht im Bild richtig drin. Ja, sorry, dass ich so groß bin. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ich habe Michelle getötet. Willst du gerne deine Popohaare? Es gibt so ziemlich zwei Arten, wie man auf diese Frage reagieren kann. Wie die meisten YouTuber reagieren würden. Zwirbelst du gerne an deinen Popohaaren? Was gibt es eigentlich für perverse Leute? Wie kann man jemand sowas fragen? Wie Joey reagiert hat. Zwirbelst du gerne an deinen Popohaaren? Es geht! Wow! Leute, wenn ihr das nächste Mal auch gerne in einem Frag-Josef-Video vorkommen würdet, dann kann ich euch nur eins sagen. Folgt mir auf Twitter, denn das haben so viele von euch noch gar nicht gemacht. Joeys_Dangle. Meine Fresse, es ist überhaupt nicht schwer. So, das war's auch schon. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.